Mein Leben zog auch nicht an mir vorbei. Ich hatte nur einen Gedanken. Jetzt, nach 10 Jahren, hatten sie mich doch noch gekriegt. Motor aus. Papiere. Passierschein? Habe ich verloren. Bitte? Habe ich verloren. Den Passierschein, wo haben Sie den verloren? Irgendwo in Ost-Berlin. Sie meinen die Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik? Ja. Über welchen Grenzübergang sind Sie in die Deutsche Demokratische Republik eingereist? Warta. Der Grenzübergang Warta ist seit 2 Monaten geschlossen. Jetzt war ich ein Fall für die Stasi. Sie haben es auch nicht alleine gemacht. Wird Ihnen da geholfen? Niemand. Und Stempel? Eine Kartoffel. Hä? Ja, man nimmt eine Kartoffel, schneidet sie in 2 Teile und ritzt den Stempel dann da rein. Ah, eine Kartoffel. Alte oder neue? Eine Kartoffel eben. Ich bin Jürgen Bungert vom Ministerium für Staatssicherheit, Herr Stein. Freut mich, Sie kennenzulernen. Als Kind habe ich das auch gemacht. Was? Das mit der Kartoffel. Sie begreifen anscheinend gar nicht, was da auf Sie zukommt. Urkundenfälschung, versuchte Republikflucht. Und Ihre Hilfe, die spüren wir auch auf. Ich hatte keine. Herr Stein, ich mache Ihnen ein Angebot. Sie nennen uns die Namen Ihrer Helfer und wir halbieren Ihre Haftzeit. Ich lebe ganz bei Ihnen. Ich arbeite nicht mit Ihnen zusammen. Bautzen war das Härteste, was ich bis dahin erlebt habe. Jedes Verhör, in dem ich nichts über irgendwelche Leute preisgab, die mir geholfen hatten, war wie ein kleiner Sieg für mich. Diese Triumphe, die hielten mich am Leben. Ich war mir sicher, die würden mich schon nicht kleinkriegen. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil an Stein Wolfgang, geboren am 24.09.1935 in Leipzig. Wegen Landesverrats und Spionage ergeht das Todesurteil, welches unverzüglich zu vollstrecken ist. Haben Sie noch was zu sagen, Stein? Das könnt ihr doch nicht machen. Ich hab doch nichts gemacht, verdammt. Was hab ich denn gemacht, verdammte Scheiße? Ich hab doch nichts gemacht! Mach dein sicher! Durchladen! Anlegen! Abführen! Hier!
1970 hatten sie mich dann soweit. Aber ganz anders, als sie sich das vorstellten. Kennst du jemanden, der mir einen Gürtel besorgen kann? Was? Ein Gürtel. Ich brauche einen Gürtel. Ruhe da unten! Ich besorge dir einen. Michael Kleinschmidt war meine Rettung. Ohne ihn wäre ich vor die Hunde gegangen. Mein Name ist Vogel. Ich bin hier, um vor Gericht Ihre Verteidigung zu übernehmen. Wie geht es Ihnen, Herr Stein? Sie fragen sich, ob Sie das glauben sollen. Nein, nein, es ist nur so lange her, dass man mich gefragt hat, wie es mir geht. Ich versichere Ihnen, dass alles Menschenmögliche getan wird, um Ihrem Wunsch zu entsprechen. Damit meinte er meine Abschiebung in den Westen. Gegen die Wiesen, versteht sich. Seit Willy Brandts Ostpolitik konnten Häftlinge aus der DDR freigekauft werden. Das heißt, die DDR, die verdient auch noch Geld an mir. Ich kann mir vorstellen, wie Sie sich fühlen. Trotzdem. Egal, wie Ihr Strafmaß gegen Sie verhängt wird, überlassen Sie alles mir. Ich werde Ihre Freilassung unabhängig vom Ergebnis der Verhandlung vorantreiben. Haben Sie mich verstanden? Jetzt brauchte ich den Gürtel nicht mehr. Zwei Monate später wurde Michael Kleinschmidt in den Westen abgeschoben. Packen Sie Ihre Sachen. Kommen Sie mit. Sie sind verpflichtet, auch in der BRD über die Bedingungen Ihrer Haft absolutes Stillschweigen zu bewahren. Ich bin zu überhaupt nichts mehr verpflichtet, Genosse Bungert. Herr Stein, wir haben einen langen Arm. Dann fange ich mit den Fingern an. Wie lange hast du denn gesessen? 6 Jahre. 7 Jahre, Wolfgang. Sieben Jahre. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Maria. Das ist meine Frau. Flucht? Nee, Flugblätter verteilt. Herzlich willkommen in der Bundesrepublik Deutschland. Und Ihr Geburtstag? 25. Mai 1945. Ich hatte keine Verwandten und kannte auch niemanden im Westen. Aber irgendwie würde das schon werden. Der Herr Stein, bitte.
Gehen Sie bitte einmal hier rein, Platz nehmen, Oberkörper frei machen, die Schwester kommt sofort. Herr Stein? Mhm. So, bitte mal den Mund aufmachen. Gab's das nicht in der DDR? Doch. Aber nicht in Bautzen. Okay, was haben wir hier? Vitaminmangelerscheinung, schlechter allgemeiner Zustand, insbesondere beim Zahnstatus. Mhm. Vermutlich Bronchitis. Einmal den Rücken freimachen, bitte. Und mal Tiefluft holen. Auszugur, 6 Wochen. Alles Gute. Meine Kur war fast zu Ende, da stand es in allen Zeitungen. Michael Kleinschmidt war tot. Erschossen von DDR-Grenzern, als er einen Selbstschussapparat an der Mauer abbauen wollte. Ich konnte nicht einfach nur da sitzen. Ich musste was tun. Helfen? Und was stellen Sie sich da so vor? Zimmer auslegen, Müll raustragen und so? Ja, zum Beispiel. Es gibt eine Reinigungsfirma, die das erledigt. Alle Leute, die hierher kommen, werden medizinisch betreut, aber nicht psychologisch. Dafür haben wir kein Geld. Ich könnte das tun. Sie belasten nur meinen Etat. Nein, danke, Herr Stein. Solange ich Übergangsgeld bekomme, ich mach's auch umsonst. So, dann hätten wir alles, alles komplett. Darf ich Sie bitten, draußen zu warten? Sie werden gleich aufgerufen. So, der Nächste, bitte. Komm. Hey, was machst du hier? Hallo, Wolfgang. Grüß dich. Wir sind auf der Durchreise. Das ist Bianca. Bianca, Wolfgang. Hallo. Wir sind auf dem Weg nach Paris. Moment. Also, machst du mal hier weiter? Ja, natürlich. Der Nächste, bitte. Nach Paris? Ja. Bianca kennt da jemanden von einem Magazin. Will denen meine Fotomappe zeigen. Vielleicht haben die ja was für mich. Also, das ist eine tolle Arbeit, ist das. Und in so kurzer Zeit. Bianca hat mir dabei geholfen. Wirklich toll. Also das ist eine ganz tolle Arbeit. War auch nicht einfach. Sag mal, das ist mir wirklich unangenehm. Aber kannst du mir einen Gefallen tun? Ist das deine Freundin? Noch nicht. Hör mal, du kannst mir das wirklich abschlagen, aber ich habe im Moment nicht so viel Bares und ich wäre dir echt dankbar, wenn du mir 100 Mark leihen könntest. Du kriegst das Geld auch bestimmt zurück. Brauchst du es gleich? Wir fahren morgen. Morgen schon? Schwester Anne, kann ich da kurz sprechen? Ich habe gerade viel zu tun. Könnten Sie mir 100 Mark leihen? Ist das sehr wichtig für Sie? Naja, es ist so eine Art Herzensangelegenheit. Ich wollte einen Freund zum Essen einladen. Und Sie? Oder haben Sie heute Abend schon was vor? Also dann bis heute Abend. Ich war ziemlich aufgeregt an diesem Abend. Und Anne dachte, ich würde ihre Blicke nicht spüren. Meinst du eigentlich, dass... Bianca, sag mal, der Bart ist doch okay. Das ist man heute. Komm, ich geb's dir Feuer. Entschuldigung. Ja, bitte. Kann man hier anschreiben lassen? Also... Danke nochmal für das Geld. War ja für eine gute Sache. War ein schöner Abend. Also dann, gute Nacht, Anne. Gute Nacht.
Anne und ich, wir zogen zusammen. Ich arbeitete halbtags im Auffanglager. Ich schlage vor, Sie... Oh, zu hart. Es war die glücklichste Zeit meines Lebens. Volker zog 4 Monate später nach Brunna. Seine Fotomappe hatte dank Bianca eingeschlagen. Bianca blieb für ihn nur eine Bekanntschaft. Ich glaube, er bedauerte das. Hallo. Dieter! Grüß dich! Grüß dich. So, was machen wir Zeit? Jetzt? Also. Sein Schwager unterrichtete an der Uni Dresden Physik. Schön. Die Stasi hatte ihn im Visier. Dieter wollte ihn da rausholen. Ich brauche einen Kurier, Wolfgang. Mich. Als Verbindungsmann muss ich hier bleiben, falls es aus dem Ruder läuft. Ich brauche jemanden, auf den ich mich verlassen kann, der drüben selbst eingesessen hat. Und was ist, wenn die mich schnappen? Du bist Bundesbürger. Ja, und? Es gibt nur einen heiklen Punkt, das ist die Übergabe. Und die findet erst beim zweiten Flug statt. Das kriege ich nicht ganz mit. Der erste Flug ist nur für die Stempel. Was für Stempel? Die Stempel, die sie dir in den Pass drücken. In meinen Pass? Nein. Mhm. Wie kommst du denn an Blankopässe? Er nannte keinen Namen. Aber es gab in Deutschland einflussreiche Stellen, die Fluchthelfer unterstützten. Inoffiziell natürlich. Wenn man bei so etwas aufflog, stand man im Regen. Offiziell wussten sie von nichts. Auch die CIA betrieb ein eigenes Fluchthilfenetzwerk, aber Jochen Eberling war ihnen nicht wichtig genug. Also was ist noch? Okay, Max. Ich flog über Athen nach Sofia, mitten in den Ostblock. Aber nicht, um den Flüchtling da rauszuholen, ich leistete nur die Vorarbeit. Bei der Einreise bekam ich die entscheidenden Stempel. Guck mal hier. Ja. Zurück nahm ich die Verbindung Bukarest-Athen-Frankfurt. Und das war's dann auch schon. Damit war der wichtigste Schritt für die Fluchthilfe schon passiert. Ich meine, da war der Warschauer Pakt bis an die Zähne bewaffnet, mit hochgradig gesicherten Grenzen und etlichen Kontrollen. Und auf der anderen Seite, da waren wir. Wir zwei kleine Lichter und unterliefen das System mit einem ganz einfachen Trick. Und das Beste daran war, wir hatten einen Heidenspaß. Jochen Eberling wartete in Sofia im Hotel. Jetzt kam es einzig und allein darauf an, dass er die Nerven behielt. Zwei Tage später flog er nach Bukarest. Und da passierte es. Das Brillante an Dieters Plan war, dass er so einfach war. Der Mann stieg als Ostdeutscher in die Maschine ein und kam als Westdeutscher wieder raus.
war ein freier Mann. Er konnte reisen, wohin er wollte. Das ist doch schön. Dieter hat es überhaupt nicht abwarten können. Zusammen mit seiner Frau Maria holte er seinen Schwager schon in Athen vom Flughafen ab. Bis später. Ciao, tschüss. Was machst du mit Dieter? Ich? Nichts. Dann sag ich's dir auch nicht. Nee, was? Was willst du mir nicht sagen? Was eben so passieren kann, wenn du nicht da bist. Wovon redest du? Erst wenn du mir sagst, was du mit Dieter machst. Also, ich sag dir nicht, wie es funktioniert. Ich sag dir nicht, wessen Idee das war. Ich sag nur das. Ich habe geholfen, einen Politischen aus der DDR rauszuholen. Du, ich muss das machen. Ich weiß, wie es den Leuten da geht. Kann ich einfach nur da sitzen, ein Däumchen drehen und... Das geht nicht, kann ich nicht. Das nächste Mal sagst du mir, über wen ich dich erreichen kann. Ich möchte, dass du da bist, wenn wir ihn einsetzen. Was? Auf euer Kind? Was macht er da? Er verbrennt Unterlagen. Er glaubt, die sind ihm auf der Spur. Also, wenn die wirklich hinter ihm her wären, dann ist es eh zu spät, das Zeug jetzt zu verbrennen. Ich weiß, aber er kann sonst nicht mehr schlafen. Er nimmt jeden Abend 3 Tabletten. Siehst du das hier? Wir haben jetzt eine Alarmanlage. Nachts schließt er die Schlafzimmertür ab. Und in seinem Nachttisch hat er eine Waffe. Was soll denn das? Schwitzen finde ich nicht so toll. Komm jetzt. Wenn die Wanzen die Luftfeuchtigkeit überstehen, dann soll es wenigstens unseren Freunden das Trommelfell raushauen. Ach, du denkst, du bist verwandelt? Ich habe das Gefühl, die haben mich im Visier. Ich bin neulich mit der Straßenbahn unterwegs gewesen. Ich hatte was in der Firma vergessen und nahm die nächste Bahn zurück. Da war so ein Typ. Was war mit dem? Der war schon auf der Hinfahrt dabei. Ach, verstehe. Da will jemand eine ganze Familie rüberholen. Mit 2 Kindern. Das ist mir zu heikel. Kennst du den Mann? Saß mit mir ein. Ist die Familie seines Bruders. Okay, ich mach's. Mein Kontakt meldet sich bei dir. Ganz egal, ob ich dem Mann helfen konnte oder nicht. Auf jeden Fall war es gut, dass Dieter die Finger von der Sache ließ. Er war kurz davor, paranoid zu werden. Hast du überlegt, von allen, die ich kenne, kommst du damit am besten klar? Womit? Naja, mit den Knastjahren. Manchmal wache ich nachts auf und denke, ich bin in der Zelle. Ich komme wieder rein und verprügel mich. Ich schreie. Ich wach von meinen eigenen Schreien auf. Und du? Das war bei mir am Anfang genauso. Dann habe ich versucht, es zu verdrängen und jetzt geht's irgendwie. Aber Dieter. Dieter hat's erwischt. Ich denke, der ist auf Mallorca. Ja, weil er hinter jedem Busch die Stasi gesehen hat. Ich finde das aber auch nicht so abwegig. Wenn ich die wäre, würde ich uns auch im Auge behalten. Was wollen die denn von uns wollen? Komm trotzdem. Du weißt doch, wie die sind. Du weißt es. Ja, aber deswegen muss man sich ja nicht verrückt machen. Also. Ich glaube, ich würde gerne mal im Auffanglager arbeiten. Bisschen mit den Neuen reden und so. Was meinst du? Kann man mich da gebrauchen? Anne? Wenn Dieters Kontakt zustande kam, würde ich mich sowieso nicht mehr so viel im Auffanglager engagieren können. Jede gelungene Flucht ließ mich innerlich jubeln, weil ich es ihnen damit heimzahlen konnte.
Stein. Tag, Herr Stein. Krüger, freut mich. Dieter hat mir von Ihnen erzählt. Was kann ich für Sie tun? Ich brauche 4 Pässe, 4 westdeutsche Reisepässe. Bis wann? Keine Ahnung, vielleicht bis nächste Woche? Sie kriegen sie übermorgen, per Einschreiben. Also, Dieter hat mir auch von Ihnen erzählt, aber ich weiß nicht, wer sie sind. Er hat es mir nicht gesagt. Das weiß er auch nicht. Wie gesagt, mein Name ist Krüger und ich bin zuständig, wenn es Probleme gibt. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Kontakte benötigen, fragen Sie nach Bob. Bob? Keine Vorwahl? Wenn Sie im Ausland sind, nur die der Bundesrepublik Deutschland. Ansonsten reicht das. Und grundsätzlich immer von öffentlichen Fernsprechern, das ist wichtig. Und noch eine Kleinigkeit. Wir brauchen die Pässe zurück, aus Sicherheitsgründen. Sollte einer der Pässe nicht zurückkommen, wird es keine weiteren Kontakte geben, das werden Sie verstehen. Wir brauchen noch ein kleines Problem. Keine Sorge. Sie können im Auffanglager sich frei nehmen, wann immer Sie wollen. Viel Glück. Ich hatte mich über Simon Schanz erkundigt. Er war sauber. Er hatte wirklich Verwandtschaft im Osten. Was wird denn das Ganze kosten? Entschuldigung, das ist mein Fehler. Hätte ich Ihnen längst sagen sollen. 2.500 pro Person, 10.000. Und was gibt's da für Garantien? Ich meine... Keine. Ich kann nur alle Maßnahmen treffen, dass die Sache glatt geht. Ob es das tut, hängt von Ihren Verwandten ab. Wo soll die Familie nach der Flucht eigentlich leben? In West-Berlin. Da lebt auch meine Mutter und mein Bruder. Also, 5.000 brauche ich zum Präparieren der Pässe. 5.000 für die Pässe, 2.000 für die Kleidung, 2.000 Reisekosten und 1.000 für Westsachen. Ich werde nach Beendigung der Flucht natürlich alle Ausgaben belegen. Nein, Sie brauchen sich da natürlich nicht zu rechtfertigen. Doch, Sie sollen schon wissen, wofür das ist. Es ist nicht für mich. Fluchthilfe ist für mich kein Geschäft. Ich brauche die Kleidergrößen. Wofür denn die Kleidergrößen? Für Markenartikel aus dem Westen. Das muss alles komplett ausgetauscht werden. Und noch etwas. Ab jetzt läuft jeder Kontakt zu Ihren Verwandten über mich. Wenn ich mitbekomme, dass Sie sich nicht daran halten, stelle ich meine Aktivitäten sofort ein. Ja, ja, natürlich. Ja. Vielen Dank, Lisa. Tschüss. Morgen. Morgen. Einschreiben für Sie? Ja. Einmal das. Morgen, Frau Knesebeck. Morgen. Morgen. Unten, bitte. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Kaffee? Nee, danke. Du holst ein Kind daraus. 2. Und die Eltern. Und was ist, wenn das schief geht? Das darfst nicht. Du wirst jetzt auch bald Vater. Ich muss das machen. Ist alles vorbereitet. Mir passiert schon nichts. Ist jetzt da. Also morgen? Ja, die Kinder schlafen. Wie heißt du denn? Melanie. Für dich habe ich was mitgebracht.
das für dich. Wie sagt man da? Danke. Werner Kleinert. Schön, dass Sie hergekommen sind. Jo, dann fangen wir mal an, nicht? Also, ich habe für jeden von Ihnen für 7 Tage Unterwäsche und Kleidung mitgebracht. Windeln auch. Ihre eigenen Sachen packen Sie bitte in Ihre Koffer, die nehme ich dann mit. Und das gehört daneben. 2 Kulturbeutel. Sie rasieren sich nass? Genau. In Ihrem Kulturbeutel ist ein Nageletui. Da ist eine Nagelschere drin. Bitte verlieren Sie die nicht. Ist wichtig. Hm. Bis morgen Abend müssen Sie in Ihre Köpfe kriegen, dass Sie Westdeutsche auf Urlaub sind. Wenn Sie das verinnerlicht haben, dann benehmen Sie sich anders. Ja? Betrachten Sie die Dinge von oben. Seien Sie ruhig ein bisschen überheblich. Sie müssen Ihre Ostpässe auf dem Flug vernichten. Deshalb die Nagelschere. Eine Perlenkette für die Dame. Nur für den Herrn. Westdeutsche auf Urlaub im Ostblock, die halten Sie für was Besseres. Sie sind schneller genervt, beklagen sich eher über schlechten Service, sind einfach selbstbewusster. Schuhe. Hoffe, Sie passen Ihnen. Oh. Ab jetzt rauchen Sie bitte nur noch Westzigaretten. Ihre Ostzigaretten vernichten Sie besser gleich. Ist das wirklich alles nötig? Ja, jedes Detail muss stimmen. Sie müssen Ihre neue Identität verinnerlicht haben. In der Bundesrepublik sind Sie vielleicht nur Versicherungsvertreter, aber hier sind Sie viel mehr. Ach so. Eine neue Brieftasche mit westdeutschen Visitenkarten, eine Büroadresse in West-Berlin, Berlin-Steglitz, Schlossstraße 12. Das müssen Sie sich einprägen. Schlossstraße 12. So, und 500 Mark in bar, das müsste reichen. Das ist alles. Das können wir nie wieder gut machen. Nee, danken Sie nicht mir, danken Sie seinem Bruder. Und die Kinder? Wenn die was sagen? Wenn Melanie plötzlich was über Schwerin erzählt? Schlaftabletten. Hier. Hälfte von so einer Tablette reicht. Geben Sie sie ihr bitte, bevor Sie in den Flieger nach Bukarest steigen. Ja? So, und jetzt kommt das Wichtigste. Verstecken Sie das gut, bis Sie im Flugzeug nach Rumänien sitzen. Sie landen in Bukarest als Westdeutsche. Bitte vergessen Sie das nicht. In Berlin hole ich Sie dann vom Flieger ab. Wenn Sie in Athen gelandet sind, rufen Sie mich bitte an. Kann ich besser schlafen. Anne sollte dabei sein, wenn die Familie Schanz in West-Berlin ankam. Hallo? Ja, Stein hier. Haben Sie schon was gehört? Nein, Sie auch nicht? Nein, leider nicht. Was passiert denn jetzt? Ich weiß nicht, wir warten. Ruf Sie wieder an. Ja, danke. Was ist? Nichts. Na komm, setz dich hin, du bist schwanger. Schanz. S-C-H-A-N-Z sind 2 Erwachsene, 2 Kinder. Schanz. Die müssen auch auf dieser Maschine sein. Sie können gerne mal die Ja, schön, danke. Aber alle Flüge Athen, Frankfurt überprüft nichts. Du musst was essen. Nee, ich habe keinen Hunger. Die kommen schon noch. Die haben bestimmt den Flug verpasst. Dann haben sie seit gestern 4 Flüge verpasst. In Athen hatte man ihnen alle Wertsachen gestohlen, auch die Flugtickets. Irgendwann hat ihnen jemand neue Tickets für einen späteren Flug gegeben. Sie sagten, er habe sich Bob genannt. Ihr habt's geschafft. Auf uns. Für mich?
Also der eine, wenn du willst. Möchtest? Möchtest du meine Frau werden? Wenn es ist, weil ich schwanger bin. Das ist, weil ich den Rest meines Lebens mit dir verbringen möchte. Am 13. April 1973 kam Natalie auf die Welt. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Ja, geh schon mal rein, ich hol Bier. Habt ihr schon einen Namen? Ja, natürlich. Gott, aber wie soll sie heißen? Also, wenn sie ein Junge geworden wäre, dann hätten wir sie Volker genannt. Im Ernst? Natürlich nicht. Mensch, wer nennt sein Kind schon Volker? Sei froh, dass du heute Vater geworden bist, ja? Wer soll das sein? Hallo? Seht ihr hier irgendwelche Einbruchspuren? Sind doch keine da. Im ganzen Haus nicht. Habe ich jemandem einen Zweitschlüssel gegeben? Nein. Habe ich nicht, würde ich auch nicht machen. Ist die Alarmsirene heute Nacht losgegangen? Also, keine Alarmanlage. Maria und ich, wir sind heute Nacht 12:30 ins Bett gegangen. Da war die noch nicht da. Ich musste um 4:30 auf die Toilette und da sehe ich die Kugel. Ich habe Maria sofort geweckt. Wir haben alles abgesucht. Wir haben nicht die kleinste Spur gefunden. Du meinst, es war die HVA? Ja, natürlich! Fass sie nicht an, ja? Die haben garantiert keine Fingerabdrücke hinterlassen. Die waren hier drin. Trotz Alarmanlage, ohne Zweitschlüssel. Und ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Die haben neben meinem Bett gestanden. Wolfgang, die haben Wind davon bekommen. Ich schwör's dir. Maria und ich, wir hauen hier ab. Wir verschwinden. Wohin denn? Weiß ich auch nicht. Einfach weg. Denk an Anne. Denk an dein Kind. Wolfgang, du solltest deine Sachen auch packen. Nun beruhige dich erst mal. Beruhigen? Die hätten meine Familie umbringen können. Warum sollten die das tun? Ja, sicher. Ich hatte auch Angst. Und in Gedanken entschuldigte ich mich bei Dieter. Sie hatten gezeigt, wozu sie in der Lage waren. Danke. Aber warum taten sie das denn? Hm? Weil ihnen unsere Fluchthilfe zusetzte. Guck mal, was hatten wir damit gemeint? Du sollst auch deine Sachen packen. Dieter und ich, wir haben Leute aus der DDR rausgeholt. Ihr seid Fluchthelfer? Wie lange macht denn ihr das schon? Ein knappes Jahr. Aber Dieter hört ja jetzt auf, was er mitgekriegt. Und was willst du jetzt machen? Ja. Muss mir einen neuen Partner suchen. Also, was ist? Bist du dabei? Das ist sehr gefährlich. Ich bin ja nicht böse, wenn du nicht mitmachst. Im Ernst. Ich überleg's mir. Ich wollte Volker zunächst für die Flüge nach Sofia einsetzen, über die wir an die Stempel kamen. Und das rettete mir das Leben. Das ist Wolfgang Stein aus seinem Dossier. Kennen Sie seine Geschichte? Hier auch. Zusammen mit seiner Frau Anne. Dieter Michaelis, ebenfalls ein Politischer. Und Volker Erler.
Dieter Michaelis hat sich aus dem Menschenhandel zurückgezogen. Er erwägt dabei, seine Arbeit wieder aufzunehmen. Nun gut, ja, wir werden dafür sorgen, dass er das nicht tut. Wolfgang Stein ist der Kopf einer kriminellen Menschenhändlerbande, die Bürger unseres Landes zur Republikflucht ins imperialistische Ausland anstiftet. Im Augenblick wissen wir nicht, welcher Mittel er sich bedient. Uns ist nur bekannt, dass er in den letzten 3 Monaten 14 Bürgern die Flucht in die BRD ermöglicht hat. Dazu bedient er sich mittlerweile auch Helfer und Helfershelfer, die für ihn Kurierarbeiten übernehmen. Wolfgang Stein ist nicht der einzige kriminelle Menschenhändler, wie Sie wissen, aber er ist der effektivste. Tja, Sie drei werden ausschließlich operativ tätig. Aufklärung machen Sie den Mann transparent. Einmal im Monat werden die Informationen hier in meinem Büro zusammengetragen. Sobald wir wissen, wie das System funktioniert, legen wir es lahm und nehmen den kriminellen Stein fest. Herr Bungert wird Sie noch genauer instruieren. Sie alle drei reisen morgen über verschiedene Übergänge in die BRD ab. Meine Verwendung? Sie gehen auf eine Fortbildung an der Hochschule des Ministeriums für Staatssicherheit. Ja, Sie können gehen. Vierzehn Leute in 3 Monaten. Ist unglaublich. Und er hat erst angefangen. Seine Demütigung. Dieser Mann gibt unser System der Lächerlichkeit preis. Wolfgang Stein ist ein Staatsfeind, genau so wird er jetzt behandelt. Legen Sie eine Akte mit dem Titel Operation Skorpion an. Mit welchem Inhalt? Mit allen Dokumenten und Erkenntnissen, die für eine Liquidierung Steins erforderlich sind. Ja, falls diese notwendig werden sollte. Sie können gehen. Mittlerweile ließ ich die Fluchtkandidaten von Krüger überprüfen. Er gab mir dann grünes Licht. Das sind Sie. Ab jetzt läuft jeder Kontakt zu Ihrer Frau nur noch über mich. Und wie sollen meine Frau und meine Tochter an den Westen kommen? Über Ost-Berlin. Kennen Sie sich aus in Ost-Berlin? Nein. Ich bin nie über Magdeburg rausgekommen. Wann holen Sie sie rüber? Das steht noch nicht fest. Sie hören von mir. Ja. Danke. Das ist Alexander Rittner. Wir brauchen einen Kurier, der dafür sorgt, dass Sie Passfotos in Magdeburg machen und der die Bilder dann gleich mit rüberbringt. Wieso schicken die nicht mit der Post? Die werden noch alle abgefangen. Rittner ist geflohen. Seine Frau hat seitdem Berufsverbot. Also die Stasi, die rechnet damit, dass er sie irgendwann mal rüberholen wird. Ach so. Ist was? Wie heißt der Mann? Alexander Rittner. Nee. Das ist Manfred Landowski. Bist du sicher? Ja. Als ich in Ost-Berlin einsaß, haben sie den eingeschleust. Der wollte den Zellennachbarn von mir aushorchen, hat aber nicht geklappt. 2 Tage später war er weg. Aber ich habe den überprüfen lassen, der ist sauber. Das war ein politischer Gefangener. Ja, das mag ja sein, Wolfgang, aber das hier, das ist nicht Rittner. Das ist Manfred Landowski, ganz sicher. Danke, Herr Stein. Der Tipp von Herrn Erler war leider richtig. Ein BGS-Beamter hat Landowski identifiziert. 2 Stunden, nachdem sie ihn getroffen haben, hat er die in der deutschen Grenze passiert. Das heißt, das MFS weiß von der Fluchthilfe, hat aber keine Ahnung, wie sie funktioniert. Richtig. Und jetzt sitzt er wieder zu Hause hinter der Mauer. Wir kriegen Landowski. Irgendwann kriegen wir sie alle. Wo schaffen wir? Danke. Dein Tipp war jedenfalls richtig. Leider zu spät. Auf die Freundschaft. Auf die Freundschaft. Du, Wolfgang. Ja? Als dein Freund muss ich dir was sagen. Was denn? Zieh dich eine Weile zurück aus der Fluchthilfe, ehrlich. Mach mal Urlaub. Schnapp dir Anne, Natalie und weg von hier.
mal auf andere Gedanken kommen. Mal sehen. Nee, versprich's mir, Wolfgang. Die haben dich jetzt im Visier, ehrlich. Heidi, machst du das noch zwei? Ihr Eindruck? Stein betätigt sich zurzeit nicht mehr als Fluchthelfer. Sein Netz ruht. Das wird von ihrem Lucy und auch von unseren anderen Informanten bestätigt. Aber allein im letzten Jahr hat die kriminelle Menschenhändlerbande um Wolfgang Stein 41 Bürgern zur Republikflucht verholfen. Ich weiß. Im Moment ruhen seine Aktivitäten, weil Wolfgang Stein eine neue Front eröffnet hat. Das ist gestern im Westfernsehen gelaufen. Wie sind die Haftbedingungen? Die zielen darauf ab, die Persönlichkeit zu brechen, um sie gefügig zu machen. Was heißt das konkret? Ja, konkret heißt das, dass man die Häftlinge während der Verhöre misshandelt. Mir ist dabei mein rechtes Trommelfell geplatzt. Es gibt auch Häftlinge, die nach so einer Befragung mit einem gebrochenen Kiefer zurückkehren. Wissen Sie, diese DDR will jetzt Mitglied der Vereinten Nationen werden. Der Antrag auf Mitgliedschaft liegt der UNO vor. Ich habe jetzt ein Memorandum entworfen, in dem ich alle Menschenrechtsverletzungen, die man an mir begangen hat, sowie diejenigen, die ich an anderen bezeugen kann, detailliert schildere und abschließend ganz klar gegen eine Aufnahme der DDR in die Vereinten Nationen votiere. Herr Stein, wir danken für das Gespräch. Scheiße, die bevorstehende danke. Aufnahme der DDR in den... Ich habe mit dem Genossen Minister gesprochen. Sie bereiten jetzt alles Notwendige für die Operation Skorpion vor. Stein? Das war ein Notruf von Krüger. Ein Ehepaar stand kurz vor der Verhaftung. Ich weiß, aber es nützt denen auch nichts, wenn du jetzt rüberfliegst und verhaftet wirst. Und was willst du machen? Du kannst ja hier in Ruhe sitzen. Die Stasi weiß doch sowieso ganz genau, was du machst. Sonst hätten sie diesen Rittner nicht geschickt. Wolfgang, sie hat recht. Die werden jetzt jeden Schritt überwachen. Ich werde fliegen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Doch. Genau so machen wir das. Und Nathalie nehme ich mit. Das ist viel zu gefährlich. Du solltest das wirklich nicht machen. Du bist ein lieber Mensch, Volker, aber jetzt halt bitte den Mund. Du weißt, dass ich recht habe. Wenn du die beiden da rausholen willst, dann geht das nur so. Und das willst du doch, oder? Mach das für uns, Wolfgang. Danach ist Schluss damit. Ich hab's ihr nie gesagt, aber ich hab's sie bewundert in diesem Augenblick. Und natürlich hatte sie recht. Ich hatte alles von hier aus eingefädelt. Anne sagte ich, sie soll sich in Sofia wie eine Touristin verhalten. Ich checke das im Moment. Перед мене є госпожа Анна Штайн. Фрау Штайн, будь ласка, будь ласка. Штайн? Am Telefon war eine Frauenstimme, aber der Anruf kam von Krüger. Er wollte sich mit mir treffen, und zwar schnell. Ich freue mich, Sie gesund hier zu treffen, Herr Stein. Ja. Was gibt's? Die bulgarische Botschaft hat heute angerufen. Ihre Frau und ihre Tochter wurden verhaftet. Wegen angeblicher Spionage. Und
Haben Sie eine Ahnung, wie es Ihnen geht? Gut, haben die gesagt. Aber darauf gebe ich ehrlich gesagt nicht viel. Ich gehe davon aus, dass das Ministerium für Staatssicherheit dahinter steckt. Die haben uns eine Falle gestellt. Aber Sie haben die Leute überprüft. Irgendwo auf unserer Seite gibt es eine undichte Stelle. Ich wüsste gerne wo. Also, was gedenken Sie jetzt zu tun, meine Frau und meine Tochter da rauszuholen? Offiziell weiß ich nicht einmal, dass Sie verhaftet wurden. Herr Kücker, das können Sie nicht machen. Sie können mich nicht hier sitzen lassen. Okay, dann gehe ich alleine darüber und hol dir selber raus. Also bitte bleiben Sie hier, Herr Stein. Was denn noch? Zu Ihrer Sicherheit. Und nur zu Ihrer Sicherheit. Ich habe keinen Waffenschein. Das macht nichts. Eins werden Sie nicht und Sie fliegen nicht nach Sofia. Darauf warten die nur. Wenn Sie etwas in die eigene Hand nehmen und regeln wollen, dann tun Sie das hier. Herr Stein, mir sind die Hände gebunden. Aber nicht der Mund. Ihr Kind, das kommt in ein Heim. Vielleicht wird es auch adoptiert. Was ist mit mir? Kann ich jetzt telefonieren? Volker Erler. Dieter Michaelis. Das wissen wir alles. Wie holt Ihr Mann die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik in die BRD? Er hat es mir nie gesagt, aus Sicherheitsgründen. Ganz ruhig. Ich bin Diplomat, ich bin Mitarbeiter der Botschaft der Volksrepublik Bulgarien. Ich mach es. Bitte kann ich jetzt schlafen, ich... Frau Schwein, ich habe hier was für Sie. Erkennen Sie sich wieder? Davon haben wir noch mehr. Wissen Sie, was eine tschechistische Kampfmaßnahme ist, Frau Stein? Die Staatssicherheit bildet Liquidationsdrohnen zum Einsatz im imperialistischen Ausland aus. Die werden für spezifische Aufgabenstellungen hinter feindlichen Linien eingesetzt. Und eine dieser Gruppen hat ihren Namen für Sie. Jetzt, gerade. Frau Stein, Sie kooperieren mit uns. Das kann ich nicht. Dann ist Ihr Mann in 15 Minuten tot. Frau Stein. Ich muss nur telefonieren. Wir wollen wissen. Namen, Fluchtwege, Helfer. Dafür lassen wir Sie gehen, Sie und Ihre Tochter. Sie treffen einmal im Monat einen Verbindungsmann. Lassen Sie den auffliegen, stirbt Ihr Mann. Sind die Informationen, die Sie uns liefern, unwahr, stirbt Ihr Mann. Informieren Sie Ihren Mann oder die westdeutschen Behörden. Überlebt er das auch nicht. Also, Frau Stein. Ja, das hat er wirklich getan? Ja, das hat er. Die Behörden in der BRD ermitteln nach ihrem entführten Diplomaten, aber ich nehme an, sie werden keinen Erfolg haben. Dann wird er also nicht kommen. Nein. Sie instruieren jetzt Steins Frau. Und dann kann sie ausreisen. Sie wollen sie doch nicht etwa gehen lassen. Die Bulgaren, unsere zweitbesten sozialistischen Freunde, wollen ihren entführten Diplomaten zurückbringen. Wolfgang. Du musstest ihnen was erzählen. Die wollten wissen, wie das Netz funktioniert. Aber ich habe ihnen nichts gesagt. Also ich habe ihnen nur das gesagt, was sie sowieso schon wussten. Dass du Leute in den Westen holst, dass du aus Telefonzellen sprichst. Bist manchmal ein Flieger, nimmst nach Athen. Ich habe gesagt, mehr wüsste ich nicht. Mehr weiß ich auch nicht. Und
Das haben die dir einfach so abgenommen? Zuerst nicht. Aber ich bin stur dabei geblieben. Du hast mir mal gesagt, dass das das Beste ist. Gut. Ab jetzt ist Schluss mit der Fluchthilfe. Für jeden, der sich jetzt an dich wendet, bist du das größte Risiko. Das sehe ich auch so. Das war die zweite Abendausgabe der Tagesschau. Wir melden uns wieder mit Letzten nach. Was ist das? Das ist nur, damit du dich sicher fühlst, wenn ich mal nicht zu Hause bin. Ich weiß nicht, so eine Waffe. Ich weiß doch gar nicht, wie man damit umgeht. Soll ich es dir zeigen? Weiß nicht. Ja, nicht gestört. Schläft die immer noch nicht? Ich arbeitete wieder im Auffanglager. Und das tat unsere Ehe gut. Ein bisschen war es wieder wie früher. 1939. Mittlerweile hatte ich andere Wege gefunden, Menschen aus dem Osten rauszuholen. Volker setzt sich nur noch selten zu Kurierdiensten ein. Bis jetzt hatte ich ohne größere Probleme rund 200 Menschen aus der DDR geschleust. Aber die beiden letzten Versuche waren gescheitert. Das machte mich nervös. Trotzdem versuchte ich, mir nichts anmerken zu lassen. Ich rufe dich wieder zurück, ja? Du bist auch seit 8 Jahren in der Fluchthilfe gar nicht mehr aktiv, oder doch? Wolfgang, du hast mir versprochen, dich da rauszuhalten. Wir haben in den letzten 2 Jahren eine Menge Leute daraus. Du hast mich angelogen, du hättest mir das sagen müssen. Und dann? Und dann? Du hast dich in Gefahr gebracht und Natalie und mich auch. Ich war überhaupt nicht in Gefahr. Ich war nicht einmal drüben. Ich habe das Netzwerk weiter ausgebaut und mich um die Organisation gekümmert. Ich will das alles nicht mehr. Ich liebe dich und ich weiß, was man dir angetan hat, aber ich kann nicht mit einem Mann zusammenleben, der nicht die Kraft hat, einen Schlussstrich unter seine Vergangenheit zu ziehen. Und die Menschen in diesem Unrechtsstaat, die sind dir scheißegal, oder was? Ach, darum geht's dir doch gar nicht. Es geht dir doch nur um dich selbst. Wolfgang Stein, der große Lebensretter. Du findest dich doch noch toll dabei. Das ist unfair, und das weißt du. Du hast die Wahl. Entweder die Fluchthilfe oder Natalie und ich. Unsere Führung ist von den von Wolfgang Stein organisierten Republikflucht nicht begeistert. Sie setzen ihrem Luzi auf ihn an. Luzi soll den Mann persönlich aus dem Verkehr ziehen. Gut. Ja, das ist gut. Sie können gehen. Ich weiß nicht mehr weiter, Volker. Ich kann es ihm auch nicht ausreden, aber vielleicht. Vielleicht was? Bianca und ich treffen uns nächsten Monat in Israel, ein paar Tage ausspannen. War ihre Idee. Vielleicht kommt ihr ja doch noch zusammen. Ich sag natürlich nicht nein. Bianca hat schon gefragt, ob ihr nicht mitkommen wollt. Wollt ihr nicht mal unter euch sein? Können uns ja auch mal absetzen. Wolfgang bringt es vielleicht auf andere Gedanken. Und vor allen Dingen würde sie ihn erstmal aus der Schusslinie bringen.
Bier? Nein, danke, jetzt gerade nicht. Wie sieht's bei euch mit Hunger aus? Ich hab keinen. Ich aber. Mach uns ein paar Frikadellen. Ich helf dir, ich mach einen Salat. Du wolltest doch mit mir baden gehen. Das fragt doch Papa. Nein, mit dir um, Papa, bitte. Schön nochmal tauchen. Lass doch, Anne, ich mach mit Bianca das Essen. Geht ihr baden. Los, komm. Ja. Also nach dem Alphabet kommt Familie ja vor Fluchthilfe. Ja. Oh? Nee, danke. Aber die Frikadellen, klasse. Ey. So langsam sollten wir zum Haus aufbrechen. Wart nicht mehr. Du musst nicht aufessen. Ich nehme noch eine. Hinlegen. Ich komme gleich. Gute Besserung. Was machst denn du da? Das ist nur ein Krampf. Wie geht's dir? Kopfschmerzen. Ich hol dir was. Ja, hallo? Claude hier. Volker, du musst eh abreisen. Entschuldigung, mein Name ist Stein. Sie wollen sicher Herrn Erler sprechen? Oh, Entschuldigung. Ja, ich werde ihn mal holen. Volker, Telefon! Was? Telefon, irgendein Franzose. Es geht um einen Auftrag. Hallo? Claude. Fotoaufnahmen in Buenos Aires. Das war Volkers große Stunde. Buenos Aires, sagst du? Bianca wollte ihn begleiten. Ja. Und für uns war der Urlaub sowieso fast rum. Genosse Fink. Der Skorpion war aktiv. Ist er tot? Noch nicht. Also, tschüss, alles gut. Tschüss. Sag mal, deine Krämpfe, war das am Anfang auch so wie Ameisen, die einem über die Fußsohlen krabbeln? Wie eingeschlafene Füße, so ein Kribbeln. Bei dir auch? Ja, fängt gerade an. Vielleicht solltet ihr doch beide zum Arzt gehen, Wolfgang. Wenn es schlimmer wird, gehe ich in Buenos Aires zu einem. Tschüss. Mach's gut. Tschüss, Nathalie. Scheißkrämpfe. Vielleicht sollten wir doch lieber den Arzt rufen. Hier drin geht's ja. Aber du kannst doch nicht die ganze Nacht im Wasser bleiben. Nein, das wird schon wieder. Außerdem sind wir ja übermorgen wieder zu Hause. Geht's dir nicht gut? Kann ich ihm was bringen? Kann ich ihm helfen? Thank you.
Raus! Was ist es denn? Kaliumintoxikation, 6,5 Milligramm. Das ist ja eine fünffache Letaldosis. Ja, weiß ich auch. Ein Mann erklären. Kalium ist so klar noch. Komm, was steht da? Zeit, nicht! Achtung, 200. Und tschüss! Das ist ja schön. Wie geht's in der Stein? Sie hatten 6,5 Milligramm Thallium in Ihrem Körper. Das ist ein geruch- und geschmacksloses Gift. Und normalerweise reicht 1 Milligramm davon, um einen erwachsenen Menschen umzubringen. Thallium? Thallium. Habe ich nicht von gehört. Ist auch ein höchst seltenes Toxikum. Deshalb haben wir es zunächst auch nicht feststellen können. Natalie und ich hatten auch was davon im Körper. Aber bei uns war die Dosis viel geringer. Kann die Vergiftung vielleicht im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit als Fluchthelfer stehen? Ich hab's Dr. Zahler erzählt. Ja, das ist schon möglich, aber die können ja nicht meine ganze Familie umbringen. Wie geht es Volker? Volker hat eine Postkarte geschickt. Er hat von Krämpfen geschrieben und dass er eine Klinik wollte. Dr. Saller und ich haben Kontakt zur deutschen Botschaft in Buenos Aires aufgenommen, aber sie haben ihn noch nicht gefunden. Und Bianca? Auch keine Spur. Wie lange liege ich hier eigentlich schon? 9 Tage. Unsere Suche nach Volker blieb ergebnislos. Irgendwann fanden wir uns damit ab, dass er gestorben war. Mama, ich gehe rüber zu Tina, ja? Hast du dein Englisch gemacht? Mach ich später. Hat die schon einen Freund? Wenn's abdauert, nicht mehr lange. Das kenne ich gar nicht von dir. Nee, das ist sonst sind auch meine früheren Sachen. Das ist schon 15 Jahre her. Wolfgang, guck mal. Das ist Juttas neuer Fotoband. Hallo. Guck mal, das wird der Umschlag. Mhm. Schön. Das kenne ich. Von Volker, als er nach Paris ging, um sich zu bewerben. Volker. Volker Erle? Ja. Der hat sich mit meinen Fotos beworben? Jedenfalls war das in seiner Fotomappe. Und das. Und das? Und das? Also das ist ja ein Ding. Der Erler. Der hat sich meine Fotomappe von mir geliehen und nie zurückgegeben. Hatte sie irgendwie verschlammt. Und ich hatte ja Gott sei Dank noch die negative. Und das sind wirklich deine Fotos? Ja, natürlich sind das meine Fotos. Ich weiß doch, was ich fotografiert habe. Eine schöne Fotos. Sagen Sie, was passiert? Seit dem Scheitern unserer Kampfaktion gegen Stein steht er unter durchgehender Beobachtung. Unsere Quellen sind in ständigem Kontakt mit den Führungsoffizieren. Trotzdem haben wir seit etwa 4 Jahren keine neuen Erkenntnisse. Stein hat sich aus dem kriminellen Menschenhandel zurückgezogen, Genosse Oberst. Die Zeiten haben sich geändert. Größere Umwälzungen stehen bevor. Der Genosse Minister hat um baldige Erledigung gebeten und wir schließen diese Akte jetzt. Über Reise- und Meinungsfreiheit in der DDR. Haben wir uns dazu entschlossen, heute
eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Nur wenig Wolfgang? Später Grenzübergang Bornholmer Brücke. Aber komm mal schnell, die Mauer. Gehört, kamen spontan und unvorbereitet. Die ist offen. Na, heute irgendwann, oder also besser gesagt doch heute. Wahnsinn! Wahnsinn! Was hast du denn? Ich ein Jahr lang an. Ich darf jetzt mit einmal fahren. Die Mauer ist weg! Die Mauer ist weg! 28 Jahre, das ist die Stunde. An den anderen Grenzübergängen brachen die Dämme. Die Menschen ließen sich nicht mehr aufhalten. Man ging von Hüben nach Grüben, in beiden Richtungen, sogar mit dem Auto. Und jetzt wollte ich endlich mit meinem alten Leben abschließen. Aber ich konnte nicht. Die Fragen ließen mich nicht los. Wer hatte mich vergiftet? Wer hat in Kauf genommen, dass meine Frau und mein Kind stirbt? Wer war verantwortlich? Wie viel hat die Stasi wirklich gewusst? Also nicht gewesen wäre. Deswegen musst du doch nicht zur Gaubehörde, deswegen musst du nicht die alten Stasi-Akten durchsuchen. Dann nenn mir bitte einen Grund, warum nicht. Reiß alte Narben wieder auf, Wolfgang, ist dir das eigentlich klar? Na, deswegen mache ich das ja. Was willst du, hä? Vergessen wir das Ganze? Schwamm drüber, ist da nichts passiert? Willst du das? Wenn du das tust, dann verlasse ich dich. Ich fahre doch nur nach Berlin. In 2 Tagen bin ich wieder da. Herr Wolfgang Stein, bitte. Mit dieser Karte bitte die erste Etage, zweite Tür links. Herr Stein. Hier. Das sind die Akten, die Sie betreffen. Wir schließen zwar um 18 Uhr, aber ich habe die Unterlagen auch die nächsten Tage für Sie reserviert. Danke. Sie hatten alles über mich gesammelt. Fein säuberlich sortiert und abgeheftet. 14 Menschen waren nur damit beschäftigt, jede meiner Bewegungen zu überwachen. Leider an keinen Absätzen ist er erlaubt. Über den Inhalt des Gesprächs. Sie hatten uns gefilmt und abgehört. Im Wohnzimmer, Schlafzimmer, im Auto, auf der Toilette. Ohne es zu wissen, führten wir ein öffentliches Leben. Sie hatten jeden Orgasmus und jeden Durchfall mitbekommen. 3 Mordaufträge hatte es gegeben, von denen die ersten beiden ins Leere liefen. In Israel hätten sie es beinahe geschafft. E.M. Marian war nicht die Attentäterin. Sie hatte die klare Weisung, E.M. Luzi zu assistieren. Es war klar. I.M. Marian war Bianca. Und sie hatte I.M. Luzi unterstützt. Volker. Er war es, der sich hinter I.M. Luzi verbarg. Und plötzlich ergab es auch einen Sinn, dass sie nie ein Paar geworden waren. Sie hatten sozusagen nur beruflich miteinander zu tun. Es war Volker, der das Thallium in das Essen mischte. Volker Erler war von Anfang an von der Stasi auf mich angesetzt worden. Schon seit der Ausreise. Aber es gab noch eine weitere Person, die seit Jahren detaillierte Informationen an die Stasi weitergab. E.M. Linder. So viel Kenntnis über mein Privatleben konnte auch Volker nicht gehabt haben. Und ich fand auch heraus, warum E.M. Linder das getan hatte. Weil man mich sonst ermordet hätte. Sie hatte andere geopfert, um nicht mich zu opfern. Es gab nur einen Menschen, der mir so nahe stand. E.M. Linder war meine Frau, Anne. Anne! Anne!
Anne, mach auf! Anne! Komm, ich breche die Tür auf! Anne! Gut. Wie du willst. Lieber Wolfgang, als du nach Berlin gefahren bist, um Einsicht in deine Akten zu erhalten, wusste ich, dass ich dir niemals wieder würde in die Augen schauen können. Und ein Leben, in dem mir das nicht mehr möglich ist, möchte ich ebenso wenig führen wie ein Leben ohne dich. Ich liebe dich, Anne. Ich hatte 3 Tage bis zur Beerdigung. Mein Name ist Stein, ich möchte Ihren Mann sprechen. Muss das sein? Ja, das muss sein. Manfred? Besuch für dich. Wolfgang Stein. Sie sehen nicht gut aus. Ja. Metastasen. Da schicken sie Menschen auf den Mond. Und dann sowas. Was wollen Sie? Wo wollen Sie sterben? In der Zelle oder hier zu Hause? Landowski wollte zu Hause sterben. Er nannte mir einen Mann, der wusste, wo Erla wohnte. Hallo, Volker. Mensch, du lebst ja. Was habe ich mir Sorgen gemacht? Kann ich reinkommen? Susanne, kommst du bitte rein? Ja, sicher. Hallo? Hallo. Ja, willst du uns nicht vorstellen? So. Es ist ein alter Freund von mir, Wolfgang Stein. Meine Frau Corinna. Meine Tochter. Wir würden ganz gerne alleine sein. Bitte sei so nett, ja? Komm, Susanne, komm. Familie ist was Schönes. Es freut mich für dich. Das vermittelt Geborgenheit und gibt dem Ganzen einen Sinn. Wann zieht ihr aus? 3 Tage. Hast du das von Anne gehört? Nee. Er hat sich umgebracht, erschossen. Kannst du dich erinnern, als sie festgehalten wurde von der Stasi damals? Die haben sie nicht laufen lassen, weil wir den Bulgaren entführt haben. Die hat für die Stasi gearbeitet. Kannst du dir das vorstellen?
Kannst du dir einen größeren Verrat vorstellen? Ach, und dann noch etwas. Das weißt du vermutlich gar nicht, weil ich seit Buenos Aires nichts mehr von dir gehört habe. Es hat einen Anschlag in Israel auf uns gegeben. Mit Thallium, mit vergiftetem Essen. Also lange Zeit habe ich auf Bianca getippt. Ich dachte, die ist garantiert bei der Firma, ja? Aber weißt du, was ich jetzt glaube? Das war meine eigene Frau. Und sie hat dabei in Kauf genommen, dass wir alle sterben. Ich, ihre Tochter, du. Naja, ist sie jetzt tot. Aber wenn sie noch am Leben wäre, ich könnte das nicht verzeihen. Nee, das könnte ich nicht. Könntest du das? So war das nicht, Wolfgang. Ich habe das Gift reingetan. Nicht Anne. Warum sagst du sowas? Nein, das glaube ich nicht. Du hast doch selber gegessen von dem Zeug damals. Nein, warum solltest du mich umbringen wollen? Ich war auf dich angesetzt, Wolfgang. Ich habe für die Stasi gearbeitet. Mm-mm. Du hast mich vor Landowski gerettet. Scheiße, Landowski. Das war doch nur inszeniert. Der war nur dazu da, damit ich ihn enttarne. Damit du mir vertraust. Fast wäre ich drauf reingefallen. Nein, nein, das hast du nicht getan. Du sagst es nur, um Annes Andenken nicht in den Schmutz zu ziehen. Hey, Volker. Ach komm, sei doch nicht so traurig. Wegen Anne? Sei doch froh, dass sie endlich tot ist. Was willst du? Was ich will, Volker? Ich wollte dich finden, Volker. Ich bin so froh, dass ich dich wiedersehe. Du auch? Kannst du mir verzeihen? Alter, du musst mich doch nicht um Verzeihung bitten. Du bist mein bester Freund. Natalie und du, ihr seid die Einzigen, die ich noch habe. Ja, und du wirst immer mein bester Freund sein. Und unter Freunden, da gibt's kein Verzeihen. Nein, so ist das. Und deswegen werde ich dir auch nicht verzeihen. Hier spricht die Polizei. Wolfgang Stein, lassen Sie die Waffe fallen und kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Polizei, keine Bewegung! Das ist in Ordnung. Nehmen Sie bitte die Handschellen ab. Es ist vorbei, Herr Stern. Danke. Ich hab zu danken. Strafverfolgung gegen alle Beteiligten wurde nun eingeleitet. Jemand hat mal gesagt, dass mit der Bestrafung der Täter die Gerechtigkeit siegt. Für die anderen mag das stimmen. Aber ich hatte alles verloren.